So Freunde, und damit recht herzlich willkommen zum allerersten Unboxing diesen Jahres. Und zwar gibt es hier meinen mega fetten Gewinn von Panda Feuerwerk. Das sind 5 Kartons voll mit diversen geilen neuen Artikeln. Ich weiß nicht mal genau, was alles da drin ist, aber wir werden uns das jetzt zusammen ganz in Ruhe anschauen. Viel Spaß beim Video. So, beginnen möchte ich jetzt mal mit dem ersten Paket hier. Das ist das, wo Amboss draufsteht. Jetzt werden wir mal schauen, ob da der Amboss-Verbund drin ist oder vielleicht auch was ganz anderes. Ja Leute, haltet euch fest, was soll ich sagen? Panda Amboss-Verbund, der ist drin. 451 Schuss. Ich hole mal das fette Ding aus dem Karton. Schaut euch das gute Stück einfach mal an. Panda Amboss. Einer der absoluten Klassiker von den Verbundbatterien. Ich finde sie aber nach wie vor unheimlich geil. Und ja, wenn man bedenkt, 1 Kilo NEM, wirklich attraktiver Preis. Und fertig verleitet, ohne Käfig, das macht schon Laune. Gutes Ding, kann ich absolut empfehlen. Ich freue mich, weiter geht's. So, das nächste Paket wäre die Kraftwerk neue Generation. Sieht mir auch nach der VE aus, dieser Verbundbatterie. Wir schauen aber erstmal rein. Vielleicht verbirgt sich ja doch was anderes dahinter. Ja, und wie soll das anders sein? Es ist die Kraftwerk. In der neuen Variante, da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt, wie die ist. Bisher fand ich sie auch echt gut, hat mir immer gefallen. Ja, die Kraftwerk, auch ein geiler Verbund, so wie ich ihn kenne. Mal schauen, wie er sich verändert hat. 1,3 Kilo NEM, 468 Schuss haut das Ding raus, hat eine geile Effektkombination, wie ich finde, brennt 90 Sekunden, was auch eine echt angenehme Dauer für den Verbund ist. I like. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, als nächstes gibt es den Karton mit der Exodus drauf oder mit dem Aufschrift. Das müsste ein neuer Verbund sein, den ich bisher nur von Videos kenne und der gefällt mir richtig gut. Wir schauen mal rein. Und ja, er scheint es zu sein, mit einem Stahlkäfig darum. Das bedeutet, ich schnappe mir jetzt mal eine Blechschere und packe den Käfig aus. Okay Leute, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Das ist ein Verbund mit 122 Schuss, besteht aus 4 Batterien mit einer Gesamt-NEM von 1657 Gramm und Kaliber 30 mm. Das klingt fett. Wir schauen gleich mal rein. So Freunde, der Verbund sieht echt gut aus. Wie gesagt, 4 Cakeboxen fertig vorverleitet. Finde ich immer sehr wichtig, weil ich manchmal einfach nicht die Zeit und die Lust habe, immer noch die Cakeboxen vorher zu verleiten oder ich es einfach vergessen habe. Und Zeit ist bei mir echt knapp und rar. Von daher, geil. Ich bin saumäßig gespannt, wie das Ding an Silvester abgeht. Ich hoffe wirklich, dass ich da eine geile Aufnahme von hinten bekomme für euch. Also, Exodus sieht schon mal gut aus, machen wir direkt weiter. Ja, dann sind sogar nur noch 2 Pakete übrig. Und wenn das jetzt Verbünde sind, dann mache ich mir ins Hemd, weil die Kartons sind schon riesig. Die sind wirklich riesig. Wir schauen jetzt mal rein, was drin ist. Leute, guckt euch das mal an, ey. Was ist denn das für ein Verbund? Ich drehe kurz den Karton, das ist der Wahnsinn. Zieht euch das mal bitte rein. Was ist denn das für eine riesige Cakebox? Das wird wahrscheinlich im Video nicht mal annähernd so rüberkommen. Schaut mal, hier ist meine Hand. Ja, was das für ein Riesending ist. 1776 Gramm NEM, 498 Schuss. Brenndauer 146 Sekunden, also das sind fast 2,5 Minuten. Krasse Nummer. Bin gerade echt begeistert. Also nochmal vielen, vielen Dank an Panda für diesen geilen Gewinn. Das ist ja mega. Boah, Wahnsinn.
Oh, also Leute, das Paket vorher hat mich gerade echt ein bisschen aus dem Latschen gehauen. Das war ein krasser Verbund. Jetzt bin ich auch noch saumäßig gespannt, was im letzten Paket drin ist. Und wir schneiden mal unser Katamesser mal was auf. Ich glaub's nicht, das ist noch ein Verbund. Die haben mir einfach 5 riesige Verbünde geschickt, ey. Das ist der Wahnsinn, Panda, ihr seid verrückt, echt. Vielen, vielen Dank an euch. Ich werde mich jetzt mal noch an das letzte Ungetüm wagen und das mal noch auspacken. Das wird krass. Leute, zieht sie euch rein, das ist die Color Strike von Panda. Neuer Verbund aus 5 Batterien, 1700 Gramm NEM. Das ist ein brachiales Ding. Ich habe das Video gesehen und war sofort in die Batterie verliebt, weil mir die Effektkombination auch unheimlich gut gefiel. Das Design finde ich auch echt schick. Also, wow, ich bin einfach nur richtig begeistert. Das ist total cool. Ja, guckt sie euch einfach mal an. Das ist ein riesen Klotz. Ich lege mal mein Messer drauf, ja, dass ihr mal einen etwaigen Größenvergleich habt. Vielleicht jetzt mal die Marke ausgeblendet, die da drauf steht. Aber, ey, Leute, die ist so groß. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, Leute, und jetzt gibt es noch mal eine kurze Gesamtübersicht von allen Artikeln. Und zwar haben wir natürlich zum einen die allseits bekannte Amboss. Dann haben wir die Kraftwerk in der neuen Generation. Die nagelneue Exodus. Die ebenfalls neue Spacecraft. Und die neue Color Strike. Das sind 5 richtig fette Verbünde. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also mit so einer Auswahl hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dass da so viel zusammenkommt, ist krass. Ja, Leute, das ist mega. Also ganz, ganz vielen Dank an Panda für diesen Gewinn. Das war halt echt ein Gewinnspiel auf Facebook. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwer glaubt, die bezahlen mich hier oder ich krieg das einfach so geschenkt. Nein, ich hatte einfach nur maßloses Glück, muss man sagen. Und ja, einen Bonus gibt's noch. Ich darf nächstes Jahr die Jungs in der Firma besuchen und darf dort ja, ein paar Aufnahmen machen, kann mit denen quatschen. Und daher würde ich euch bitten, wenn ihr Fragen habt an Panda zur Produktion, zu dem, was vielleicht geplant ist für die nächste Zeit oder auch zu Artikeln, dann lasst mir die zukommen. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir was in die Videokommentare. Und ich werde diese Fragen sammeln und dann nächstes Jahr mitnehmen. Da wird es definitiv nochmal einen Instagram-Post zu geben, wenn es aktuell ist und ich die Datum habe. Aber wenn euch vorab schon was auf der Seele brennt, dann teilt mir das unbedingt mit. Das soll es schon gewesen sein mit meinem Unboxing-Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen einen wunderbaren Rutsch ins Jahr 2019. Bye, bye.